Moin Leute, willkommen zu einer neuen Folge von DPHDMNGAVISZE. Und jetzt mache ich mich einmal klein und lege mich auf Pillar. Und wie Sepp schon realisiert hat bei der Map hier, ist diese Map. Die ist halt echt extrem. Echt extrem, weil es auch eine extreme Map ist. Und trotzdem hat Bram an der Stelle den Sprung geschafft. War auch gut. Oh, Bram hat es geschafft. Allerdings kommt er jetzt auf den Kreis und fährt einfach weiter. Weil das einfach unmöglich ist, was danach kommt. Das ist aber nicht unmöglich und jetzt zeige ich euch auch, wieso das nicht unmöglich ist. Alles klar, wir sehen das Ingame und dann gucken wir uns mal meinen Run an. Einen Fehler habe ich gemacht. Man sieht sofort, dass man halt diese schräge Wand erstmal hochspringen muss. Und das sage ich jetzt schon mal, man kann auf diese obere Plattform in zwei Wegen kommen. Einmal, man lässt sich da ein bisschen zurückrollen und geht dann auf diese schräge Wand, um hochzuspringen. Oder man springt sofort hoch, dass wir den sofort hochspringen. Ist natürlich schneller, wie ihr jetzt seht. Okay, ich habe mich auch ein bisschen zurückrollen lassen, aber da einfach mit dem Bremstrick hoch. Und dann, da ist wichtig, dass ihr mit dem Vorderrad über diesen kleinen Vorsprung seid. Weil dann könnt ihr euch mit dem Bremstrick, auch wenn ihr dann nur noch so komisch hängt, komplett hochziehen. Kein Ding. Hier habe ich herausgefunden, ist es einfacher, vielleicht sich nur ein bisschen fallen zu lassen, aber mit mehr Speed kommt man da auch relativ gut hoch, sag ich mal. Hier ist das immer so ein Problem, dass meistens ab dieser Stelle das Hinterrad immer so ein bisschen hochgeht bei diesen Huckeln. Da müsst ihr halt wirklich aufpassen, dass ihr den Grip behaltet. Und hier kann man dann einfach mit Gas hoch und zack, dann ist man schon beim nächsten Checkpoint. Da ist halt wichtig, dass ihr von dieser Schrägen aus die Map hochspringt. Also nicht so einfach hochfahren, weil dann seht ihr, dann knallt das Hinterrad gegen dieses Ding da. Sondern ihr macht das genau so. Und jetzt, wenn ich das nochmal schaffe, so. Ihr seht jetzt, ich bin praktisch mit dem Bunnyhop hochgesprungen und habe mein Stick nach links bewegt, so, dass mein Hinterrad von mir angezogen wurde, von meinem Charakter da noch hochgezogen wurde. So komme ich ein bisschen höher, sag ich mal, weil ich nicht diese zweite Ebene berühre mit meinem Hinterrad. Ich werde nicht abgestoßen oder so. Und wenn ich jetzt oben bin, drücke ich wieder nach rechts, um auf dieser Plattform zu landen. Zack. Hat jetzt so leider nicht geklappt, aber so geht das halt, da. Nochmal. Und diesmal hat es geklappt und dann müsst ihr halt mit Gas, wie ihr rechts seht, so ein bisschen spielen, dass ihr das auch wirklich schafft. So, hier sind wir jetzt bei den Ringen. Da ist Bram einfach weitergefahren. Aber man kann sich einfach ein bisschen positionieren und dann mit einem Bunnyhop, bumm, ist man schon auf dem nächsten Ring und da ist auch schon der nächste Checkpoint. Das heißt, so schwer ist das eigentlich gar nicht. Man muss sich halt nur Zeit lassen und darf nicht einfach durchrushen wollen. Der Sprung ist eigentlich relativ einfach hier. Auf dieser Ebene jetzt. Und jetzt kommt ein komischer Sprung. Der ist nicht so schwer, aber der ist komisch, sag ich mal, weil man da leicht mit dem Vorderrad abprallt von diesem Kreisding. Hier kann man einfach ein bisschen Schwung holen und einfach Gas geben. Das reicht auf jeden Fall. So, und jetzt kommen wir schon zu einer der schwierigsten Teilen, weil hier werdet ihr einfach ein bisschen Schwung holen, hochfahren. Und dann über diesen Vorsprung, sag ich mal, müsst ihr drüber kommen. Auch wieder einfach mit dem Bremstrick. Da werde ich jetzt bestimmt ein paar Fehler machen. Weil das ist halt wirklich nicht einfach. Ihr müsst und am besten nicht so mit dem Kopf landen, sondern mit dem Vorderrad darauf landen. Und da am Anfang so lange diese Senkrechte ist, ist das echt schwer, das zu timen, wie man mit dem Vorderrad früh genug von der Wand weggedrückt wird, so dass man praktisch nur mit dem Hinterrad da hinten gegenknallt und dann mit dem Vorderrad sich einhängt. Oder man kann sich auch mit dem Hinterrad einhängen, wenn man sich schnell genug dreht und schnell genug hochkommt, indem man einen Bunnyhop macht unten an der Rampe noch. Aber ja, wir werden ja sehen, wie ich das jetzt hier mache. So, mit dem Hinterrad gegen und mit dem Vorderrad. Okay, da bin ich einfach weitergefahren, das war dumm von mir, aber naja. Dann kann man hier schon, also das ist nicht so schwer, das sind einfach kleine Bunny Hops auf den Rampen. Hier ist schon wieder ein bisschen tricky, da würde ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ab dieser Stelle ungefähr müsst ihr Gas voll durchdrücken. Ihr seht jetzt halt, dass ich im Moment noch halb gedrückt habe, aber ich werde jetzt ziemlich schnell Gas komplett voll durchdrücken. Weil ich, weil diese Lücke da, über die ich springen muss, ziemlich hoch ist und ziemlich weit ist. Und schwupp. Und da habt ihr wieder gesehen, ich habe nach links gedrückt, damit mein Reifen sich, damit ich den Reifen anziehe. Und jetzt wieder nach rechts gedrückt, damit ich den praktisch abstoße und mehr Grip habe beim Landen, so dass ich früher auf dieser Plattform bin, auch wenn ich da gerade ein bisschen reinbugge, aber egal. Und auf jeden Fall kann man so die Sprünge, also weitere Sprünge einfacher machen, weil man ein bisschen höher kommt. Einfach langsam hoch. Und dann Vollgas durchdrücken. Das Rad, das habt ihr gesehen. Ich hab mich ziemlich spät nach vorne wieder gelehnt. Es ist zwar gut für Grip und so,
Aber wenn ihr euch natürlich nach hinten gelehnt bleibt, sag ich mal, in der Luft, dann ist euer Rad so gesehen noch höher, ein bisschen, und so kommt ihr auch weiter. Also das lernt ihr auch in der University of Trials in Rising. So kriegt ihr einfach längere Bunnyhops hin. Wenn ihr einmal kurz nach dem Bunnyhop, also wenn ihr nicht einfach links-rechts macht, was ein Bunnyhop ist, sondern links-rechts und dann ganz kurz noch einmal links, also links-rechts-links, damit das Hinterrad noch ein bisschen höher ist und ihr so weiterkommt. So, dann hier nicht aus der Ruhe bringen lassen, einfach langsam hoch. Habe ich aus der Ruhe bringen lassen und bin ich langsam hoch. Jetzt bin ich langsam hoch. Bei der Stelle ist ein bisschen tricky, da dürft ihr irgendwie nicht mit Speed oder so, sondern ihr müsst ja echt langsam anfahren und dann ungefähr, also wenn ihr in dieser Kuhle seid, wenn die Federn ganz runtergedrückt sind, Vollgas geben, weil dann kriegt ihr noch mehr Energie in die Federn und so kommt ihr dann höher, wenn ihr ausbeschleunigt. So, der letzte Teil ist jetzt gar nicht so schwer eigentlich. Ja, das geht relativ easy. Man muss halt nur auf dieser Schräge landen. Da habt ihr gesehen, wie da mit beiden Reifen parallel gelandet. Ist am einfachsten, finde ich. Manchmal nicht die optimalste Lösung, aber so ziemlich die einfachste Lösung. Und dann nur noch da hochfahren und zack, schon hat man die Map geschafft. In 3 Minuten 40, 9 Feder. Also unmöglich ist hier auf jeden Fall nicht, Bram, aber ich glaube auch, er hätte die schon schaffen können. Wenn er da einfach stehen geblieben wäre und sich ausgerichtet hätte, dann wäre der Sprung halt kein Problem gewesen, dann wäre der Sprung kein Problem gewesen. Die Stelle, die jetzt kommt, die, finde ich, ist so ziemlich die schwierigste. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und hab noch einen schönen Tag. Tschüss.